So, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Apo Swally, auch bekannt unter Apo E-Commerce Swally, wie mich meine Freunde nennen. Oder wie mich auch noch meine besten Freunde nennen, Herr Onlinehandel. Und somit willkommen zum Video. Im heutigen Video werde ich darüber reden. Ihr sitzt hinter mir. Ich habe mir eine Plattform ausgesucht. Heißt Spreadshirt. Und hier sieht man Shopify. Okay. Ich werde über den Unterschied zwischen eigenen Online-Shops im Bereich T-Shirt-Business, Print-on-Demand reden. Und ich werde über organischen Verkauf von T-Shirts reden. Leider ist das Spreadshirt erwischt, gilt aber auch für jede andere organische Plattform da draußen. Ich werde ein Fazit ziehen, ich werde Vor- und Nachteile nennen von beiden Sachen und ich werde das Ganze ziemlich nach meiner Meinung machen. Eigentlich soll man noch ziemlich objektiv ansehen. Aber ich werde das Video nach meiner Meinung verfilmen und meine Meinung offenlegen. Meine Meinung muss aber auch nicht stimmen, was man hier an dieser Stelle ganz ehrlich sagen kann. Denn es ist nur meine Meinung. Wenn du da draußen anders denkst, dann akzeptiere ich das vollkommen. Grundsätzlich gilt, ich möchte kein Online-Business, also nicht respektieren. Ich respektiere alle Online-Businesse. Ich liebe alle Online-Businesse. Ich liebe Online-Handel. Und es muss nicht heißen, dass ich T-Shirt-Business organisch verfluche oder sei T-Shirt-Business organisch, was für ein Schmarrn. Nein, um Gottes Willen. Wenn du das T-Shirt-Business organisch machst, meinen Respekt hast du. Warum? Denn du bist im Online-Handel und alles, was mit Online-Handel zu tun hat, das liebe ich. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar differenzieren und ganz klare Meinungen zu verschiedenen Themen klarstellen. Und heute möchte ich auch meine Meinung zum Thema T-Shirt-Business organisch versus T-Shirt-Business paid klarstellen. Wir fangen mit verschiedenen Punkten an. Punkt Nummer 1 ist auf jeden Fall eine Sache, die mich. Fangen wir damit an, dass man die ganzen Businesses oder die zwei Businesses zu erklären und den Unterschied zu erklären. T-Shirt-Business organisch, aka Spreadshirt, ist, dass man auf einer T-Shirt-Business, also T-Shirt-Plattform, Designs hochlädt und dass die durch organische Suche, meistens organische Suche, gefunden werden. Manchmal kann man auch Ads dazu schalten, aber nicht wirklich ein ganzes Business daraus machen. Das ist der Knackpunkt. Nummer 2, mit Shopify erstellt man eigene Online-Shops. Kylie Jenner zum Beispiel mit Shopify ihren Shop gehostet. Gymshark und so weiter, habe ich ja schon oftmals erwähnt. Und mit dieser Plattform erstellt man eigene Online-Shops und ergänzt, man macht den gleichen Ablauf mit Designs. Man lädt Designs hoch auf T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, Tassen, ganzen Spaß und erzielt damit Verkäufe. Das ist der grundlegende Unterschied, besteht daraus, dass Spreadshirt eine Plattform ist, auf der man T-Shirts kaufen kann und die Leute organisch danach suchen und du da deine Verkäufe machen kannst auf Spreadshirt, nicht auf deinem eigenen Unternehmen. Und der Unterschied, der Hauptunterschied zu Shopify liegt darin, dass Shopify dir einfach ermöglicht, deinen eigenen Online-Shop zu machen und du auf deinem eigenen Online-Shop Verkäufe machst. Das ist der grundlegende Unterschied. In diesem Sinne können wir mit dem Video starten. Punkt Nummer 1, das, was wir vergleichen und das, was für mich, wieso Shopify an dieser Stelle ganz klar gewinnt, sind die Verpackungen. Man hat bei Spreadshirt nicht die Möglichkeit, wirklich nicht die Möglichkeit, mit Branding zu arbeiten, Verpackung, Branding, Möglichkeiten zu verkaufen. Lass uns so nennen. Man hat bei Spreadshirt nicht wirklich die Möglichkeiten, verschiedene Sachen mitzuverkaufen, Branding aufzubauen, Online-Shop aufzubauen. Das Ganze sieht man darin, dass man gebunden ist an die Artikel von Spreadshirt und nicht darüber hinaus aus dem Tellerrand schauen kann und weitere Produkte mit anbieten kann. Major Problem. Denn du bist, ja, du bist einfach limitiert bei den möglichen Produkten und du bist einfach limitiert bei deinem eigenen Online-Shop. Auf Shopify kannst du T-Shirts, du kannst alle möglichen Produkte hochladen, okay, mit deinem Print-on-Demand-Anbieter. Du kannst mehrere Print-on-Demand-Anbieter benutzen, du kannst mehrere Sachen bedrucken lassen, okay, und du kannst weitere noch eventuell Dropshipping-Produkte mit integrieren, du kannst digitale Produkte mit integrieren und du baust ein richtiges Business dadurch auf, du baust ein ganzes Business dadurch auf. Und das ist einer der grundlegenden Punkte, Unterschiede, die ich hier an dieser Stelle, die mir an dieser Stelle wichtig sind, die Shopify hat, die das T-Shirt ist organisch, leider nicht hat. Okay, mal abgesehen von den ganzen Produkten, die man noch bei einem eigenen Online-Shop verkaufen kann, die man bei Spreadshirt nicht verkaufen kann, reden wir über einen weiteren Punkt. Der Ganze nennt sich nämlich Nischen-Shops und das Ganze werde ich mit Branding verbinden. Es ist nämlich so, dass du auf bei deinen eigenen Online-Shops ein gewisses Thema auswählen kannst. Das Thema von Kylie Jenner's Shop
ist zum Beispiel Kosmetik, Kylie Cosmetics. Und so hat Kylie Jenner eine gewisse Nische abgegriffen und kann in dieser Nische punkten, kann die Kunden aus dieser Nische auf ihren Shop ziehen und die fühlen sich ja pudelwohl. Okay, die sind auf dieser Seite, die sind auf der Kosmetikseite und denke ich, verdammt nochmal, da wollte ich auch gerade hin. Genauso wie man an Parfümläden denkt oder an Parfüm-Online-Shops, geht man auf gewisse Online-Shops und kann da drin surfen und kann sich da drin und fühlt sich da einfach wohl. Genauso wie man an Sportklamotten denkt, auf Nike geht, auf die Nike-Seite geht. Und genau der Faktor ist eine wichtige Rolle, wenn man dann daran denkt, dass man mit Shopify-Shops eine gewisse Nische abgreifen kann, eine gewisse Marke aufbauen kann in einer Nische, versus auf Spreadshirt kann man einfach nur Designs hochladen und diese Designs verkaufen. Designs organisch verkaufen. Ein zweiter grundlegender Faktor, der für mich oder der dazu geführt hat, dass ich niemals mit dem T-Shirt-Business organisch angefangen habe, sondern direkt damit angefangen habe, meine eigenen Online-Shops mit diesem Business-Schema oder mit diesem Business-Prinzip zu machen. Der nächste Punkt ist nämlich auch noch der, dass man keine Kundendaten bekommt mit Spreadshirt oder bei Spreadshirt. Und bei Shopify führst du dein eigenes Online-Business, Online-Unternehmen, hast alle Kundendaten vor dir. Du kannst sogar die Adressen deiner Kunden herausfinden, kannst sie besuchen gehen, kannst mal kurz vorbeischauen auf dem Käffchen und sagen, hi, mir gehört der Online-Shop hier. Was geht? Servus. Übertrieben natürlich. Und das sind alle Informationen vom Kunden. Das heißt, alle demografischen Informationen, Alter, woher kommt der, welche Zielgruppe. Du hast Informationen über einen Pixel, okay, das heißt, für Facebook sammelt Informationen über den Pixel. Mit diesem Pixel kannst du dann nochmal arbeiten. Wenn es zum Beispiel darum gehen soll, du hast einen Online-Shop, sag mal einen Kosmetik-Shop, ja. Du bist keine Kosmetik-Storm, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ein bärtiger junger Mann vor der Kamera, der über Kosmetik-Shops redet. Das haben wir auch nicht alle Tage gesehen. Sag mal, du hast einen Kosmetik-Shop oder Kosmetik-T-Shirt-Business-Shop, einen Frauen-Power-T-Shirt-Shop und Facebook sammelt alle Tracking-Informationen der Besucher, zum Beispiel. Und auf diese hast du keinen Zugriff, wenn du bei Spreadshirt T-Shirts verkaufst und Designs verkaufst. Denn du kannst dann zum Beispiel nicht Leute retargeten. Du kannst keine Look-alike-Audiences machen, was einfach aus einem Pixel, der Pixel sammelt Informationen, macht daraus ähnliche Gruppen wie zum Beispiel der Webseitenbesucher, Look-alike-Audience. Das Ganze ist mit der Facebook zusammenzuführen und die Kombination zwischen menschlichem Verstand plus Maschine, also in diesem Sinne Facebook-Pixel, ist einfach sehr, sehr gewaltig. Und das kann dazu führen, das kann zu außerordentlichen Ergebnissen, unglaublichen Resultaten führen. Denn wir Menschen können nicht alles so gut oder sehr gut, ja, wir Menschen können nicht alles sehr, sehr subjektiv, sehr, sehr objektiv betrachten und nur auf die Zahlen schauen. Okay, wie auch dieses Video, ist nicht objektiv, weil, seien wir ehrlich, ich habe eine Shopify-Vergangenheit und da werde ich ein paar Sachen subjektiv sagen und bestimmt ein paar Sachen, die negativ an Shopify sind, die werde ich wohl außer Acht lassen, weil ich auf das Ganze Positive geleitet bin. Nochmal zurück zum Thema, ich bin ein bisschen abgeschweift. Die Kombination zwischen Statistik, Facebook, Pixel-Informationen, Besucher, Käufer, daraus Lookalike-Audience zu machen, in Kombination mit dem menschlichen Verstand sind atemberaubend. Und darum finde ich, ein Pixel ist ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dieser nennt sich Upselling, Cross-Selling, wie du den Spaß auch nennen möchtest, Punkt mit Punkt Nummer 1 zusammenzuführen. Du hast nämlich jetzt deine Designs, T-Shirts, Produkte und so weiter. Diese kannst du erweitern mit anderen Produkten und mehr als nur ein T-Shirt verkaufen auf einmal. Okay, weil du hast deinen Brandnamen. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir zum Beispiel auf Adidas sind, wenn wir auf Nike sind, dann kaufen wir mehr als nur einen Artikel ein. Wir kaufen Artikel, oder auf Amazon, wir kaufen Artikel ein und uns wird ein anderer Artikel vorgeschlagen und so weiter. Das ist der nächste Punkt. Dann kommen wir natürlich noch zum letzten Punkt. Die Abhängigkeit von Spreadshirt hat man mit dem eigenen Online-Shop nicht. Du bist nicht abhängig von der Zahlungen, du kriegst deine eigenen Zahlungen direkt vom Kunden. Du hast den Mittelmann raus, ja? Sonst hast du hier, hier bist du, hier ist Spreadshirt, hier ist dein Endkunde. Endkunde kauft bei Spreadshirt, Spreadshirt gibt es dir. Andersrum ist es so, dass der Endkunde direkt dich bezahlt. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall effektiver. Und du kriegst natürlich mehr Geld. Wenn man das Ganze ganz von außen, wenn man das Ganze nur von außen allein durch diese Mathematik ansieht, drei Faktoren, drei Instanzen versus zwei Instanzen, erst rate mal, wo mehr Geld drinnen ist. Natürlich bin ich auch nicht blind und es gibt Nachteile, die Shopify mit sich zieht, wie zum Beispiel, dass das einfach mehr Arbeit ist.
dass du einfach mehr lernen musst. Dass du dich um die rechtlichen Sachen auch selbst kümmern musst, wie zum Beispiel die rechtlichen Pages und so weiter. Was wiederum ein Vorteil ist, denn es ist eine Einstiegsbarriere, die einfach höher gelegt ist. Und dadurch, dass die Einstiegsbarriere höher ist, werden weniger Menschen einsteigen. Und wenn weniger Menschen einsteigen, hast du einfach weniger Konkurrenz. Wenn die Einstiegsbarriere gering ist, können die Leute drüber springen, okay? Kann sogar der Unsportlichste drüber springen. Und so hast du sehr, sehr viel Konkurrenz. Wenn die Einstiegsbarriere höher ist, okay, muss man hochklettern. Wie bei einer Pyramide. Stell dir mal eine Pyramide. Ganz unten ist das Business, was eine geringe Einstiegsbarriere hat. Da tümmeln sich die Leute. Wenn du jetzt an die Spitze steigst, okay, wenn du bis an die Spitze der Pyramide steigst und ganz oben deine Fahne erwingst, dann rat mal, was passiert ist. Du hast einfach die unteren Schritte übersprungen und bist direkt zur Königsdisziplin, wenn du es so nennen magst, rübergeswitcht. Außerdem, meiner Meinung nach jetzt wieder, ist das, was du mit deinem eigenen Online-Shop lernst, richtiges Online-Marketing, Online-Handel, E-Commerce. Und das ist ein Skill, der dir ein Leben lang Geld auszahlen kann. Versus, im T-Shirt ist organisch, das ist einfach so, ja, du lädst Designs auf einer Plattform hoch, lernst SEO, okay, Search Engine Optimierung. Lernst das, das sind die zwei Sachen, die du lernst. Während du einen Online-Shop aufziehst, musst du natürlich viel mehr lernen, viele verschiedene Sachen anwenden, aber diese sind auch dann später im späteren Leben viel, 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 viel wertvoller. Sei es vom Shop-Aufbau, sei es von der Unternehmensführung, sei es vom Kundensupport, sei es vom Facebook-Advertising, sei es vom Branding, sei es vom Shop-Design, sei es von den ganzen Produkten, die man integriert, neue Produkte, die man sucht und hochladen und so weiter. Das ist dann einfach wirklich ein richtiges Unternehmen, ein Online-Unternehmen. Und jetzt stelle ich eine letzte Frage. Wo kann man mehr Geld verdienen? Indem man nur zwei Fähigkeiten lernt, wie zum Beispiel Designs hochladen und SEO, also Search Engine Optimierung, dass die Leute deine T-Shirts finden, oder bei dem Business, in dem du ein eigenes Online-Unternehmen stellst, verschiedene Produkte hochlädst, Unternehmensführung lernst, E-Commerce lernst, Online-Handel lernst. Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon aus diesem Video. By the way, ist die T-Shirt-Business-Woche. Unten habe ich jetzt nochmal weitere Videos von dieser Woche verlinkt. Und die kannst du dir gerne anschauen. Das ist eine Anleitung, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die werde ich dir unten markieren. Unter allen Kommentaren verlose ich außerdem nochmal einen Gratis-Monat an Shopify. Alles, was du dafür machen musst, Gratis-Monat Shopify. Alles, was du dafür machen musst, ist, das Video mit deinen Key-Learnings zu kommentieren. Einmal auch noch Like zu drücken. Und unter den Gewinner verlose ich beim nächsten Video einen Probemonat Shopify. Nächste Sache unter allen Kommentaren in der T-Shirt-Business-Woche. Okay, in den vier Videos, die diese Woche hochgeladen werden. Jeder, der kommentiert, bekommt einen exklusiven Zugang zu einem Livestream, der nächste Woche im Laufe der nächsten Woche stattfindet. Alles, was du dafür machen musst, ist, mit den Key Learnings wieder zu kommentieren, dass du die Learnings manifestierst, dass ich drüber schauen kann und sehe, okay, ja, der hat zugeschaut. Und dass andere Zuschauer oder unsere Community auch noch von deinem Kommentar was lernen kann und alle Key Learnings mit aufsaugt. Jeder davon hat was Gutes. Darum, mach da auf jeden Fall mit, kommentier. Und jeder, der unter den Kommentaren ist, der kriegt einen exklusiven Link zum Livestream im Laufe der nächsten Woche. Dafür musst du einfach deinen Screenshot an info@apostwelli senden. Oder auf Instagram kannst du auch einen Screenshot senden und machst da mit. Da würde ich mal hoffen, dass wir uns dann im Laufe der nächsten Woche sehen. Sonst warte auf das nächste Video in der T-Shirt-Business-Woche, was morgen herauskommt. Unten sind alle Videos markiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Genieß deinen Tag, genieß dein Wochenende. Und wir sehen uns im nächsten Video. Apostwelli out.